Lady Lottie. Na, ich kann das fühlen. Die Romanzen der letzten... Okay, was auch immer die will. Das ist mir schon wieder zu viele Fachwörter. Lies das, Fachwörter. Das ist Story. Ja, ist deine Tante. Dann liest du es, Frau. Okay. Ja, dann fang du nicht an mit Lesen. Wir sind nah, ich kann es fühlen. Die Romanze der letzten Scheik erwähnen eine Spirale, wo sich Stein und See treffen. Und damit kann nur die windgeweihte Festung gemeint sein. Hört, Lakaien, habt ihr etwas gefunden? Noch nicht, Herrin. Dann sucht weiter, ihr Tölpe. Oh, guck mal, das sind drei Kisten. Hey, wer geht da? Noch ein venezianischer Störenfried? Wir haben weder Zeit noch die Muse, Kerl. Kümmer er sich um die Schurken. Okay. Ihr habt die Herren gehört? Du wirst freuen, dich in Lady Lottes Geschäft eingemischt zu haben, du Bauer. Du Bauer, hat er mich als Bauer beleidigt, Alter. Oha. Oha, was soll denn das? Das ist nicht nett. Die haben zweimal Doppelbrutze haben die. Das ist dein Ding eventuell etwas fehl am Platz. Ich hab leider nur, ich hol dein Crystal raus, ne? Was? Ich hab nur Wind, Temtem. Hast du nur der Wind, Temtem mit? Ah, nein. Ja, nicht mit Absicht. Viel Spaß. Gut, dass ich gewechselt hab. Ja, ein bisschen. Okay. So, machen wir erstmal Genki Dama weg, ey. Tu das. Okay. Oh, das war's für dein. Ja, gut. Ich meine, Saku wird es aushalten. Ja. Okay. Was kommt denn rein? Yay, Level Up! Für Hörnchen. Du sagst, wenn du wieder mitspielen willst, ne? Ja, aber es macht ja keinen Sinn. Doch, dagegen. Oh, daher. Das Eishörnchen entwickelt. Hörnchen ist immer noch Wasser und seine Eiswürfel sind auch Wasserattacken, aber okay. Naja, schon okay. Amphibisch! Gib mir mehr Speed, das ist gut. Und Boost, komm, mach Sparky weg. Spazi. Okay. Spazi. Interessanter Name. Was hat es eine Psychose? Da? Das ist jetzt mad. Oh, was geht was jetzt? Was ist das? Das ist ja unheimlich. Was ist denn jetzt eine Psychose? Ist jetzt ein bisschen Depri oder was? Alter. Spazi sollte jetzt tot sein. Na, immerhin. Ah, okay. Oh, jetzt kannst du ja Hörnchen wieder einwechseln. Okay. Oder so. Oder mein Prinz Louis. Nein, der ist nicht dabei. Mist. Ich glaube, du kannst dir selber was aussuchen. Ja, ich seh's gerade. Haha. Oh, der ist Farag-Entwicklung. Nee. Nein. Doch, das ist immer noch Farag. Ja, alles gut. Ich hab's nicht gelesen. Fuck. Ich mach auf jeden Fall wie Blump weg. Okay. Okay. Dann gehe ich auf Farakak. Oh, armes Hörnchen. Er war zärtlich zu ihm. Ja. Jetzt hört ihr auf, ihr kleinen Assis. Das arme Ding. One-hitte. Wie sollen wir eigentlich den Boss gleich besiegen, hm? Unser ganzes Team ist schon wieder im Arsch. Nee, bei mir nicht, aber okay. Dann setz doch Salbe und Beleber ein. Narkoleptischer Treffer. Ein effektiver Angriff, der den Angreifer physisch erschöpft und zwei Runden lang einschlafen lässt. Der sieht gar nicht so schlecht aus. Oh, aber Louis. Ey, darf ich mir die Attacken durchlesen? Du darfst jederzeit die Attacken wieder wechseln, wenn sie dir nicht gefallen. Also ich will sie trotzdem durchlesen. Ja, aber man kann auch für die zwei Zeilen Text nicht so lange brauchen. Ja, doch. Ach so, das lässt mich... Ah, was? Ach, das ist so ein...
Du okay. hast es dir durchgelesen und du hast es trotzdem nicht verstanden nach zwei Hä? Stunden durchlesen. Was redest du jetzt? Das kann ich leider nicht helfen. Miri, du weißt schon, dass was mich gerade getötet hat, nicht ich selber war, oder? Du warst überrascht, weil es dich eingeschleifert hat, oder nicht? Ja, das habe ich, aber dass es mich getötet hat, meine ich. War ich ja nicht selber schuld. Das war diese komischen. Das ist mir bewusst, aber Boden. Du hast es ja immer nicht. Du hast es ja trotzdem nicht verstanden gehabt, dass es dich einschläfert. Ja, der narkoleptische Schlag habe ich gedacht, es würde den Gegner einschläfern. Wie gesagt, du setzt mich ja unter Druck. Ich kann ja nicht in Ruhe das durchlesen. Ja, aber ich habe ja keine Lust, 5 Jahre zu warten. Für mich passiert ja nichts. Wenn wir uns nicht auf euch niedere Knappen verlassen können, wären wir euch zumindest verbunden, wenn ihr Schweigen walten lassen würdet. Nun, noch ein störender Bürgerlicher müssen wir endlos vom gemeinen Volk belästigen lassen. Gemeiner Plünderer, kannst du die Heiligkeit dieser ehrenwürdigen Hallen nicht respektieren? Erst das Surf-Vibe. Und nun, du kleiner was auch immer, es scheint, wir müssen uns dieser Unannehmlichkeit persönlich annehmen. Um die nötigen Gebote der Höflichkeit zu beachten, wir sind Lady Lottie, Telflet, Victoria Elisabeth von Matscheier Lochburg, Gräfin von Bräseid. Aber dir sei erlaubt, uns Herrin zu nennen. Willst du das bitte dreimal hintereinander sagen? Ich kann das nicht mal einmal hintereinander sagen. Nein, dein Name bedeutet uns nichts. Da wir so frei sind. Was ist eigentlich los mit dir? Hat sie ein Schokoeis auf dem Kopf? Greift die mich jetzt einfach an, obwohl ich nicht mehr die Chance hatte, ich hab keine Lust, das Wort zu lesen, weil sie einfach so seltsam ist. Okay, jetzt wird's lustig. Du, ich hab kein Temtem, ne? Wie, du hast kein Temtem? Ja, ich hab kein Temtem, was lebt? Glaube ich. Okay, du gehst auf das linke. Ich könnte mich auch heilen, oder? Oh nicht? Ja, heil dich. Aber ich weiß nicht, ob du einen Schlag mit einem Level 11er aushältst. Überleben. Hättest du eh nicht überlebt. Wieder Erfolg, Miri. Ich hab 5 Temtem gegen deine 2. Oh shit. Leute, Attacke. Leute, ich verlasse mich auf euch. Ihr kriegt das hin. Das ist auch unfair, dass sie einem nicht mal die Chance geben, dazwischen nochmal zu heilen. Das war's. RIP. Oh, guck mal, wie gut es das weggesteckt hat. Ja. Guck mal, wie wenig Schaden. Tu bei! Du hast es fast getötet. Hey, komm. Eins kriegen wir down. Nein, das ist schneller. Boots. Ja. Ah, guck, eins haben wir down gekriegt. Oh, Kacke. Du hast den Kampf verloren. Was? Nein, mein Geld. Okay. Das ist ja okay. Gut gelaufen. Hat aufs Maul gekriegt. Ja, Sora, da hast du recht. Wahrscheinlich wäre es wirklich schlauer, wenn nur einer von uns durchs hohe Gras läuft. Und der andere einfach wartet. Aber dann würde man eventuell Kisten und Co. vielleicht verpassen. Autsch, autsch, autsch. Nicht gut. Ach, komm schon. Ja, dann setz doch nicht dein Level 11er ein. Wie ist Temtem denn bisher vom Spielgefühl? Was würdest du sagen, Baloui? Wie gefällt's dir bisher? Eigentlich gut. Ja, mir auch. Ist auch anspruchsvoll im Gegensatz zu gewissen anderen Spielen, die so ähnlich aussehen und die von Jahr zu Jahr immer leichter geworden sind. Aber das hier ist gerade echt übel. Man kommt sich halt vor wie Pokémon erste Generation von der Schwierigkeit her, so ein bisschen. So es ist nicht so leicht gemacht. Das macht es dir nicht unbedingt leicht. Oh, da ist die Gisela. Kommst du da noch gegen an? Der Hokus muss ich eh ausruhen. Du könntest mich heilen. Kannst du mich heilen? Zu spät gewesen. Kannst du nicht mit Escape zurück? Guck mal, ob du meine heilen kannst.
Das wäre natürlich nicht schlecht. Kann ich nicht. Schade. Ah, doch da, Britsui, doch da. Kann ich holen. Okay. Weil dann kann ich die Runde angreifen und du heilst mich. Ja eben, schwer ist nicht schlecht. Also, nicht falsch verstehen. Schwer ist gut. Ich finde es eher schlecht, dass Pokémon immer leichter wird. Sehr schön. Pigepig, okay. Pigepig ist nicht so schlimm. Das hat eine Elektroschwäche. Hat es? Ja. Also gehe ich da wieder drauf. Versuch und Hokus wird jetzt gleich wieder seinen fürchterlichen Attacke einsetzen. Ja. Bitte nicht gegen mich. Saku ist halt der Tank. Ja. Oh oh. Die Hose, das war dieser Scheiß. Oh oh, oh oh, wie Britz Louis guckt. Britz Louis hat ganz traurig geguckt. Oh nein. Lebt halt nur so lange, wie der Totenkopf da ist. Also hau alles raus, was du kannst. Ach so, es geht dann instant down. Ja, ja, klar. Genau. Ah, shit. Scheiße. Kriegst du das Hokus diese Runde down? Ja, ja, ja. Das ist das Stärkste, ey. Bisher. Wer weiß ja, was da noch kommt. Ah, nur ein Loali. Okay. Da ist Saku jetzt eh anfällig für. Ich mache eine starke Attacke auf Loali, ja? Okay. Dann ist mein Saku wahrscheinlich eh K.O. Ja, Leute, genau. Das hat Prinz Louis verdient. Die Attacke Angriff, den es machen kann. Ist sehr beunruhigend. Nein. Ich bin dafür, dass Sora ein Temtem sein soll. Aber der ist doch schon ein Glumanda. Wenn wir ein Glumanda-Temtem finden. Genau. Warum fängt sie eigentlich mit ihren krassesten an und danach wird es leicht? In Pokémon ist es immer genau andersrum. Das stimmt. In Pokémon oh, immer, ja, Prinz wir machen Louis, erstmal den Müll Prinz weg. Louis. Saku ist aufgewacht. Ja, das ist toll. Autschi? So. Boom. Komm. Die sind jetzt auch nur noch Level 16. Die davor waren ja Level 18. Ja. Sehr interessant. Hey. Jawohl, ja. Hey, da gab er ein Level up. Welche? Nein, welche Scharlatanerie ist dies? Niedergemacht von einem... diese Worte. Versuchen wir die längsten Worte der Welt hier reinzuquetschen. Gewöhnlichen, welch Betrug. Schick dich etwa, Percy... Noch nie gehört, aber okay. Geld! Ich weiß nicht mal die Währung. Ein Lichttrick, eine Rauchwolke und wir verschwinden auf der Stelle, um Rache zu planen und erneut zuzuschlagen, wenn die Zeit gekommen ist. Okay. Oh, what? Okay. Lust zu wie zweiten Festung. Ach, wir können die Troller jetzt befreien. Aber hier sind erstmal drei Kisten. Ja, stimmt. Nee, ja, ich habe die vorhin gesehen, aber jetzt nicht mehr dran gedacht. Mentalismann. Ja, ja. Ich habe gar keine Ahnung, wann sich die Starter entwickeln. Die Temtem hier entwickeln sich ja nicht auf einem bestimmten Level, sondern nach einer bestimmten Anzahl von Level-Ups. Ja. Das ist sehr interessant. Befreien wir sie. Hallo, du bist gerettet. Du bist wieder da. Hast du den Schlüssel gefunden? Gut, dann öffne bitte die Tür. Okay. Hast du sie geöffnet? Ah. Gisela, frei! Yay! Großartig, vielen herzlichen Dank, Baloui. Ich dachte schön, ich würde all meine Stunden im Dojo verpassen. Du hast diese seltsame Frau also geschlagen ins Gesicht. Wow, du hast wirklich Potenzial, ich sag dir etwas. Ich muss mich wirklich beeilen, nach Arisola zurückzukehren. Aber warum besuchst du mich nicht dort im Dojo? Ja, ja, machen wir. Wenn du diese... arborianische Lady besiegen konntest, bist du ganz eindeutig bereit für höheres Training. Nein. Endlich frei. Warum sagt sie jetzt endlich frei? Dieser Text macht gar keinen Sinn. Nein. Naja, wie auch immer. Ich sehe dich im Dojo, Baloui. Pass auf dich auf.
In Ordnung. Okay.